Ja, und schon kommen wir zum nächsten Gehalt. Moin moin, ihr Lieben. Diesmal, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ich habe es im letzten Jahr auch schon verraten, kümmern wir uns um Skier. Den bösen Buben. Denn der hat am Anfang nämlich nicht viel zu bieten auf Level 1. Deswegen ist er auch relativ schnell erklärt. Zumindest auf Level 1. So, was bietet er euch als Highlights auf Level 1? Das PK06 Scope, wahrscheinlich eins der meistgespielten, wenn ich mir auch so andere Streams angucke, kleineren Dot-Scopes oder als Zweitscope im späteren Waffenfitting auch mitgenommen. Ja, das ist super. Ist wirklich klein, aber kann man gut mitschießen, sehr präzise. Funktioniert gut. Dann die X400 Taschenlampe, die ihr öfter mal brauchen werdet, wenn ihr die Mechanik-Guides, also die Mechanik-Quests macht, wo ihr eben Waffen fitten müsst. Wenn ihr natürlich gerne auch selber eine Taschenlampe bzw. Laserapparatur an der Waffe wollt, ist das X400, glaube ich, wirklich eine gute Variante. Simpel und tut seine Aufgabe. Waffenmäßig ist die SKS hier am Anfang wahrscheinlich zu erwähnen, ganz am Anfang. Wenn ihr gerade so, sagen wir mal, bis Level 10 oder Level 15 seid, ist das sicherlich eine richtig gute Waffe mit Ironside. Schießt schon großes Kaliber, 7,62x39, wie auch die AKM. Und ist am Anfang sicherlich auch zu empfehlen, wenn ihr jetzt eher eine Sturmgewehr-Variante haben wollt, allerdings auch mit Einzelschuss, dann ist die Veprica MVP 136 noch zu empfehlen. Genau die gleiche Munition wie die SKS ist hier zu nutzen und ist allerdings eine reine Einzelschusswaffe. Allerdings, was Upgrades und so weiter angeht, späteren Verlauf genauso wie jede andere AK zu behandeln. Dann kann man noch die 153er Schotti erwähnen, Halbautomatik auch mit Magazin, ist aber halt keine Pumpe, das heißt, ihr schießt nicht und kennt ja wahrscheinlich das Pumpen, ja? Deswegen sagt man ja Pump Gun zu diesen Schrotflinten, weil man ja diesen Pumpenlauf unten dran hat, das heißt, man schießt, pumpt und hat somit den nächsten Schuss bereit. Dauert länger als das hier. Die ist quasi halbautomatisch wie eine Pistole. Das heißt, jeder Klick am Abzug haut eine Mumpel raus. Ja. Kann man auch gut aufbauen, die Schotti. Mit späteren Upgrades. Also wenn ihr das Gear auf einem höheren Level habt, kann man die zu einem richtig fiesen Ding machen. Das war es eigentlich schon zu Gear auf Level 1. Level 2 bietet euch schon eine ganze Menge mehr an Upgrades und auch Munition zum Beispiel. Ja. Also ihr habt auch bei Level 1 zum Beispiel schon ein bisschen, ja, ihr könnt schon Slug-Munition und Buckshot kaufen. Ist halt klar für die Shotgun. Ja, also ein bisschen was habt ihr hier auch schon. So wie auch das SKS-Magazin, denke ich, ist auch selbsterklärend. Level 2. Wichtigste Items. Ganz klar der DTK. Muzzle Brake und Kompensator für die AK, für beide Kaliber, 7,62 und 5,45. Der Remington Tactical Choke für die Shotgun, also gerade für die 153er Schotti, ist das ein wichtiges Upgrade vorne auf den Lauf. Wahrscheinlich ein Item, was sie bis zum Ende immer wieder nutzt, ist das Tula Mount. Diese Schiene, die bietet euch eine Rissbefestigungsmöglichkeit auf jeder Kalaschnikow, kommt oben aufs Dustcover drauf und ihr könnt hier jedes beliebige rissfähige Scope drauf bauen. Das heißt, ihr geht ein HMR später drauf oder auch anderer Kram. Ja. So, dann ein weiteres Highlight ist der Zenith AK-Pistolengriff für die AK. Es ist witzigerweise bis heute noch der einzige bessere Pistolengriff für eine Kalaschnikow, der wirklich Sinn macht. Und den gibt es schon seit ich Tarkov spiele und der ist bis heute noch der beste mit plus 13 Ergonomie. Ja, ihr werdet eigentlich keinen anderen Pistolengriff brauchen, außer diesen, wenn ihr irgendeine AK fittet. Ja, ihr braucht nie irgendeinen anderen, nur den. Nur den, nichts anderes. So, weiteres Highlight ist wahrscheinlich das Pick-Scope, das ist auch sehr gut, müsst ihr allerdings über eine Quest freischalten. Bietet euch schon eine gute Sicht, könnt ihr hier auch die Anzeige des Dots umstellen. Ja, unterschiedliche Varianten. So, dann weiteres Highlight. Sicherlich auch noch der Handguard für die AKS. Will ich jetzt nur nicht so viele Worte drüber verlieren. Ihr könnt hier halt dann unten einen Griff dran bauen und das noch kombinieren mit dem B12 Mount. Dann geht hier oben auch noch ein Scope drauf. Ja,
Guckt euch den AKS-Fitting-Guide an, da erkläre ich das Ganze auch nochmal. Ist eine Möglichkeit. Aber ich bin eben einfach kein AKS-Spieler, deswegen empfehle ich es nicht wirklich. So, dann am Anfang natürlich auch das BCNM-Foregrip für die größeren AKs. Hier bietet euch dieses Item eine einfache Möglichkeit, auch hier einen Griff dran zu bauen. Den Griff könnt ihr euch auch gleich kaufen. Simplen Stubby. Ne? Vertikaler Griff und schon läuft die Waffe ein bisschen besser. Wichtigstes Item wahrscheinlich in dem ganzen Ding auch noch mit ist der Zenit Stock. Der passt an alle AKs ran, die entweder das oder das Attachment sozusagen finden können. Also an die ganzen neuen AKs, die 100er AKs, baut ihr hier einfach dieses Teil dran und könnt dann diesen Stock fitten. Der ist mit minus 50 Recoil besser als jede andere Schulterstütze, die es für russische Waffen derzeit zu kaufen gibt. Kann aber auch mit diesem Gerät hier eine kleine AKS gebaut werden. Ja. Deswegen meine Empfehlung, auch schon im ersten Guide und auch später in dem neuen Guide für die, also in dem neuen Fitting Guide für die 103er und auch für die AK-74M, immer diesen Stock kaufen. Besser geht's nicht. Dann noch ein großes Highlight ist, dass die OP-SKS. Wenn ihr hier bei Bravo schon das Mount, das Scope freigeschaltet habt, das PSO-Scope, dann ja, könnt ihr hier direkt das PSO draufbauen und habt damit die Möglichkeit, schon auf große Distanzen Gegner zu bekämpfen mit einem sehr großen Kaliber und ja, Spaß haben sozusagen. Dann noch ein wichtiges Item ist der AK-74 Schalli, den es hier noch gibt. Das ist der 545er Schalli, aber der wird erst relativ spät mit einer Quest freigeschalten. Macht daher nicht so viel Sinn. Also ich hatte in dem Fall Skia eher auf 3 und konnte dann schon einen anderen Schalli kaufen, als ich den überhaupt einmal gekauft hatte. Also der ist auch gut, keine Frage. Aber durch die relativ späte Quest, die man nicht gleich hat, kommt der ein bisschen verspätet. Also meistens hat man den Händler dann schon weiter. Das war es eigentlich so zu Level 2. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Items, so zum Beispiel auch noch das 10-Schuss-Magazin für die Saiga, aber ist für mich aus meiner Sicht nicht so wichtig. Level 3 wird dann wiederum sehr wichtig. Highlight monetärer Sicht sind die Euro. Das heißt, ihr benötigt Euro zum Beispiel für die Kisten. Ja, für die Item Cases könnt ihr hier für 107 Rubel 1 Euro kaufen. Ist endlos verfügbar. Ja, das heißt, wenn ihr keine Euro farmen möchtet, kauft ihr sie einfach. Weiteres Highlight und aus meiner Sicht Standard bei jeder AK ist das MOE AKM Handguard. Das kommt bei jeder 7,62er wie 5,45er AK zum Einsatz. Also die großen Sturmgewehre, jetzt nicht die kleinen AKS, sondern die großen Varianten. So wie auch die neuen Varianten, also 103, 101, 104, 105, ja, und 102. Das Ding in Verbindung mit dem passenden Griff dazu, das und das zusammen ist aus meiner Sicht immer noch die beste Kombo, was Recoil Reduce und Ergonomie angeht. Großes Highlight aus meiner Sicht. Dann natürlich ganz klar die Schallis, einmal für die SKS. Richtig wichtiges Item für die SKS. Super Upgrade, super, super leise. Kaum zu hören, die Waffe. Genauso wie für die AKM. Wobei es hier auch schon noch andere Schallis gibt. Der beste AKM-Schalli ist der Zenit tatsächlich. Also der hier, der ist auch ein bisschen teurer. Den definitiv auch nutzen, wenn ihr eine 7,62er AK schalten wollt. So, ja, sonst ist es nicht so großartig. Es gibt noch eine kosmetische Geschichte für Dollar. So gibt es den Carbine-Stock von MOE hier auch zu kaufen, der ist normalerweise ein Peacekeeper-Item ist. Wenn ihr den schwarzen haben wollt, dann gibt es den tatsächlich nur hier zu kaufen. Wieso auch immer den Peacekeeper nicht hat, der hat nur in Grau und ein paar anderen Farben. Also wenn ihr unbedingt eine stimmige Waffe haben wollt, die unbedingt diesen Stock in Schwarz hat, dann müsst ihr ihn hier kaufen. Ein paar Scopes gibt es hier noch, aber nichts mit Zoom. Und immer weitere Läufe für die ganzen Shotguns, auch aus meiner Sicht nicht wichtig. Alles andere, denke ich, ist nicht so wichtig, dass das jetzt eine Erwähnung verdient. Eins noch sehe ich gerade. Das Ding.
Auch noch ein wichtiges Item, das ist für die AS-Wahl und VSS das Item, um einen Griff dran zu bauen. Sicherlich auch wichtig, wenn ihr die Waffen spielt, die beiden, dann das Ding unbedingt kaufen und einen Griff dran bauen. Kriegt dann auch noch guten Ergonomie-Schub, guten Weaker Reduce. Macht Sinn. Level 4. Kann man wahrscheinlich auch relativ schnell zusammenfassen. Ganz wichtiges Item, 60 Schuss Magazin für die 5.45 Kalaschnikows direkt zu kaufen. Jetzt wird's, bei Brapo gibt es das Ganze auch zu tauschen gegen Festplatten. Hier könnt ihr es jetzt direkt tauschen. Ja. Dann die Waffenkiste, die ihr hier beim Inventar vielleicht auch schon gesehen habt. Hier passen halt Waffen, Munition rein und Anbauteile. Steht auch hier dabei. Ist 2x5 Slots groß und ist innen dann 5x so groß. Ich zeig's euch mal. Ja, also eine Waffe ist so groß, 2x5. Und dann haben wir hier etwas mehr. Nämlich 10x5. Na, das passen. Wo sonst eine Waffe hinpassen würde, passen dann 5 Waffen der Größe rein. Ja, oder Munition. Könnt ihr auch das Munitionslager nutzen. Oder auch für Mods. So, dann wahrscheinlich das, sag ich mal, einzige etwas umstrittene Item im Spiel oder eins der umstrittenen Items im Spiel, das Thermalscope. Kostet aktuell 3.876 Euro. Die Preise ändern sich auch immer wieder mal. Ja, das heißt, Thermal, ihr habt hier eine richtige Thermalsicht, egal ob bei Tag oder bei Nacht. Seht ihr hier Wärmesignaturen von Spielern, von Scavs, egal wie weit. Also, ihr habt eine maximale Reichweite, die es geht, aber die ist auf fast allen Karten, schifft ihr die nie aus. Woods ist vielleicht mal eine Ausnahme und wenn das Wetter auch entsprechend ist, aber es ist ein krasses Scope. Auch wenn es nicht so leicht zu spielen ist, wie man sich es vorstellt, aber es ist wirklich sehr gut. So, dann haben wir ansonsten nur noch Scopes, die ihr wahrscheinlich hauptsächlich für Sniper braucht. Ja, habt ihr hier verschiedene richtig krasse Zooms, Sniper-Scopes. Spiele ich persönlich fast gar nicht. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Wenn ihr gerne mal die Shotty spielt, so gibt es jetzt hier auch noch ein großes Magazin. Das ist für die Pumpe und das ist hier für die 153er Halbautomatik. Ihr kriegt die DVL hier zu kaufen als Snipergewehr. Ich denke, ich habe für die Leute, die meine Streams kennen, hier mehr als genug über die Waffen und deren Sinnhaftigkeit schon gesprochen. Also auch das ist, denke ich, soweit alles bekannt. Das war's schon zu Skier. Also nochmal eine Gesamtansicht grob zusammengefasst. Er bietet euch einiges an Waffen, wobei weniges groß sinnvoll ist. Wahrscheinlich hier die beste Waffe, die SKS. Und wahrscheinlich auch am meist verkaufte Waffe des Händlers. Thermalscope, einige Schalldämpfer. Waffencase. Wichtige, sehr, sehr wichtige Fitting-Items für die russischen Waffen. MOE, AKM Handguard. Verschiedene Schalldämpfer. Griffe. Pistolengriff. Ganz wichtig nochmal die Tula-Schiene. Die ich gerade nicht sehe, da ist sie. Als Basis für weitere Scopes auf den Waffen. Und das 60er Magazin sei sicherlich auch nochmal an der Stelle erwähnt für alle 5x5er Waffen. Ne? Soweit klar, soweit alles erzählt, soweit denke ich, dürftet ihr informiert sein. Wie immer, kommentiert gerne das Video, wenn ich irgendwas vielleicht vergessen habe, wo ihr sagt, das hättest du ruhig noch erwähnen können, weil eigentlich für mich zumindest wichtig in meinen Fitting-Varianten, wie ich es spiele oder kaufe ich es sehr oft, weil ja, denkt nochmal dran, Skier ist gerade am Anfang sehr schwer zu leveln, weil es nicht viel zu kaufen gibt. Hier ist es, macht es sicherlich Sinn, komplette Rucksäcke zu verkaufen, das heißt, ihr habt einen Rucksack, tut Sachen rein, die ihr so nicht kaufen würdet und verkauft die hier, andersrum. Wenn ihr genug Geld habt, kauft einfach am Anfang whatever Item, 20 Shotguns oder 10 Shotguns und verkauft die alle, einfach alle wieder. Oder zum Beispiel, ich mache es immer mit dem PK06 Scope, kaufe 30 Stück und verkaufe die dann wieder. Ja, da ist der Verlust nicht so groß und dann kann man den Händler auch pushen. Da gibt es genug Möglichkeiten für. Wenn Fragen sind, wie immer, haut's in die Kommentare, Leute. Ich freue mich. Und hoffe, dass euch das Ganze soweit weitergeholfen hat, um euch einen kleinen Überblick über den Händler zu geben.
Und wir sehen uns im nächsten Guide. Dann geht's um Peacekeeper. Und wir sehen uns natürlich auch wieder auf Twitch. Wie immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.